Perspektivfähigkeit. Fähigkeit, perspektivisch zu denken, also langfristig. Najbolji rezultat. Kao trener. Ja, Vize-Weltmeister mit der Herrenmannschaft. Abstieg aus der ersten Kategorie mit der Herrenmannschaft. 83. Najbolja odluka. Schwierig. 2004, nach der Olympiade, zurück zur Jugend. Als Jugendtrainer. Männliche Jugendtrainer. Ja. Von deutschen Spielern. Schwierig. Von deutschen Spielern habe ich fast alle trainiert. Da habe ich also keine Auswahl. Von europäischen Spielern hätte ich Shell Johansson gern trainiert. Es ist eine ständige Entwicklung. Der Trainer bleibt nicht so, wie er war. So wie der Spieler sich entwickelt, möglichst immer bis Ende der Karriere entwickelt, so muss der Trainer auch schauen, dass er bis Ende seiner Karriere immer etwas Neues noch dazulernt oder versucht, mit dem Spieler umzusetzen. In der Analyse, also direkt nach dem Spiel mache ich keine Kritik, aber in der Analyse gehe ich also auf die Fehler sehr genau ein, also im Abstand zu dem Spiel. Bei den Herren ist auf jeden Fall wichtig, dass der Trainer selbstkritisch ist und auch eigene Fehler deutlich ausspricht in der Analyse des Spiels. Mit den Nachwuchsspielern muss man differenzieren. Da hängt sehr viel von dem Charakter der jungen Spieler ab, ob der Trainer dann auch gegenüber der Spieler eigene Fehler zugibt, weil aus pädagogischer Sicht ist so, dass einige Spieler denken dann, der Trainer weiß nicht, wie er mich führen soll, also dass er praktisch unsicher ist. Und ein Faktor der Unsicherheit ist immer bei besonderen Charakteren schwierig zu objektivisieren. Ne? Ja, am Anfang meiner Karriere, Trainerkarriere, war so, dass die Begabung des Spielers mit dem Ball umzugehen, war am erste Priorität in der Bezeichnung des Talentes. Also
motorische Begabung und natürlich die schnelle Lernfähigkeit, die einzelnen Techniken. Also das, dass der Spieler schnell verstanden hat, was der Trainer haben will und schnell umsetzen konnte. Das war am Anfang, also die ersten 10 Jahre in Karriere war die erste Priorität. Aber später waren andere Faktoren mir fast wichtiger als in der Bezeichnung der Talente. Also die Lernfähigkeit ging dann mehr und mehr in den Vordergrund, vor allem in den Phasen, wo der Spieler in Pubertät war zum Beispiel, also in der Wachstumsphase, wo verschiedene negative Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Spieler. Und natürlich kommen dazu die persönliche Motivation, die langfristige Einstellung der Spieler für einen langfristigen Erfolg und die konsequente, systematische Arbeit, auch wenn Misserfolge sind. Also die Überwindung der Misserfolgsphasen ist ein sehr wichtiger Faktor, ob ein Spieler talentiert ist oder nicht. Also das heißt, er muss verstehen, dass er auch mal negative Phasen mit durchmachen muss. Ja, in der Phase der Entwicklung der Spieler ist so, dass als Selektor du jedes Jahr wählst du eine Gruppe Spieler aus, die Nationalmannschaft international Deutschland vertritt. Das ist die Selektion geht nach zwei Prinzipien, nach dem momentanen Erfolg. Also das heißt, in Deutschland müssen wir immer berücksichtigen, auch die Ergebnisse und die Erfolge der Spieler auf nationaler Ebene. Das ist die Basis der Selektion gewesen. Ohne diese Basis, viele Kritiker sind da, weil sie denken, die Bundestrainer schauen nur auf internationale Ergebnisse. Also eine Selektion erfolgt zuerst auf der Basis der nationalen Leistungen. Nicht nur im Training bei den zentralen Lehrgängen, sondern auch die Leistungen, die Trainingsleistungen zu Hause. Deshalb ist die Selektion ein bisschen im Kopf des Trainers so, dass Spieler, die zu Hause nicht nach deinen Vorstellungen arbeiten, mit ihrem Heimtrainer oder sich selbst wenig an diese vorgegebene Verbesserungen oder Schwächen arbeiten, die man überprüft bei zentralen Lehrgängen, dann ist dieser Spieler in der Selektion, rückt in den Hintergrund. Aber das muss bestätigt werden durch internationale Erfolge. Also jeder Spieler, der national erfolgreich ist, unter den ersten 4, bekommt die Chance, international zu spielen. Ein oder zweimal. Und anschließend geht die Selektion weiter. Aus diesem nationalen Kader, 8 Spieler, normalerweise im Laufe des Jahres spielen alle 1 bis 2 internationale Turniere. Aber in der weiteren Auswahl berücksichtigt man, wie die Spieler zu Hause arbeiten, wie sie konsequent umsetzen die Vorgaben, die du mitgibst nach Hause, also im Heimtraining. Und ob sie dann auch maximale Motivation bringen über die nationale Erfolge hinaus. Weil das ist auch teilweise unterschiedlich. Alle Spieler am Anfang denken nur, ich will deutscher Meister oder Ranglistenturniersieger sein. Und diese kurzfristige oder national beschränkte Motivation ist für mich zu wenig. Ich fange an, wenn die nationale System endet. Also ich betreue die Spieler immer nur international. Weil das ist der Unterschied zwischen einem Vereinstrainer oder Landestrainer in Deutschland. Jedes Land, also 16 Länder, haben meistens auch einen Landestrainer. Ihre Ziele sind, national erfolgreich zu sein. Und meine Arbeit beginnt, wenn ihre Ziele beendet sind.
Musik hat mich interessiert immer, aber wenig Zeit gehabt für Lesen. Wegen meiner Belastung mit Augen, aber ich habe gerne gelesen, auch früher. Ich würde vorschlagen, dass Trainer aktuelle Literatur möglichst von asiatischen Trainern lesen oder auch beobachten und übernehmen als Trainer im Tischtennis. Asiatische Literatur, was nicht einfach ist, es gibt wenig. Das ist sehr individuell. Da kann man keinen Vorschlag machen. Das ist immer von ganz persönlicher Einstellung abhängig. Manche brauchen aktive Musik. Also ich habe immer in meiner spielerischen Karriere auch schon autogenes Training gelernt. Und für mich war Musik in Verbindung mit autogenes Training immer eine gute Vorbereitung auf Wettkampf. Ja, natürlich. Also der Trainer braucht genauso wie der Spieler diese Nervosität, vor allem vor Wettkampf. Normalerweise ist für mich dann immer entweder die Musik war eine Hilfe oder ich bin kurz aus der Halle raus, also auf der frischen Luft, wo ich mich ein bisschen abschalten konnte. Das habe ich gelernt als Spieler. Auch Nervosität ist nicht negativ, der ist motivierend. Und ich habe viel lieber einen Spieler, den ich dann beruhigen muss im Wettkampf oder kurz vor dem Wettkampf, als einen Spieler, der apathisch ist, der in den Wettkampf mit Angst reingeht oder der schnell Kopf verliert. Also du musst deine Linie als Spieler in aktiven Bereich. Ich denke, das ist wichtig, dass du, wenn das Spiel losgeht, dass du auf mittlerem Erregungsniveau bist. Also so, dass du klar sehen kannst, was der Gegner macht. Du brauchst, das ist ein wichtiger Punkt, was ich vielleicht nicht gesagt habe vorher. Der Spieler und der Trainer müssen den Gegner beobachten im Wettkampf. Nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. Das ist der Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Viele Spieler denken im Wettkampf noch immer an sich selbst. Und da werden sie kritisch oder auch unsicher. Der Spieler muss immer den Gegner im Blickkontakt haben und genauso ich als Coach. Ja, Erfahrung hilft dabei, Erfahrung. Aber am Anfang ist so, dass man mit dem Spieler mehr und mehr mitfühlt. Also du erlebst das Spiel und du bist in ähnliche Situation wie der Spieler. Und da hilft also schon diese Methode des mentalen Trainings, dass du mehr auf dieses Niveau kommst in dem Spiel, in einem Wettkampf, dass du objektiv dann auch in Pausen Ratschläge geben kannst. Wenn du selbst zu aufgeregt bist, dann sagst du was Hektisches, was Unüberlegtes oder was vielleicht aus einem einzigen Punkt. Also du musst eine Strategie, wenn nötig, Änderung mitgeben den Spielern. Taktisch und also mehr ein bisschen global, also von seinem Spielsystem her auch.
Tischtennis ist ein sehr komplizierter Sportart, sehr kompliziert technisch, mental und konditionell. Also in allen Bereichen ist eine komplizierte Sportart zu erlernen und erfolgreich zu spielen. Und ich denke, die Grenzen, was die Schnelligkeit betrifft, sind erreicht. Also das darf nicht noch schneller werden. Es gibt immer Interessantes aus dem Tischtennis. Momentan interessieren mich die Vergleiche zwischen europäischen und chinesischen Spielern, jungen Spielern. Im Moment sehe ich keine Chance für Europa, weil die chinesischen Spieler sich viel früher, viel schneller entwickeln und Topspieler werden als in Europa. In Europa braucht man 4 Jahre mehr, um einen Spieler top zu machen als in China. In Deutschland nicht. Leider ist so, dass wir die einzige Möglichkeit, das beides zu verbinden, gut zu verbinden, ist mit dem Zentrum in Düsseldorf. Internat, wohnen und trainieren an einem Ort für die besten Spieler. Das ist die einzige Chance, einigermaßen mit dem Asiaten mitzuhalten. Wenn die Spieler zu Hause wohnen, keine Chance. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Wir kennen die Beispiele, die in Deutschland früh aufgehört haben. Boll und Ovtcharov sind die besten Beispiele jetzt aus der absoluten Spitze. Aber andere Nationalspieler wie Hilscher, Steger, ein paar andere, jetzt fällt mir nicht so ein, aber die zwei, die haben Abitur gemacht, also bis 18 parallel beides gemacht. Die zwei haben sich langsam entwickelt, absolut. 2 Jahre hingen sie hinter dem anderen Spielern, auch wenn sie selbst auch talentiert waren. Also wenn wir mit Asiaten vergleichen, die einzige Chance ist, optimal zu verbinden Schule und Tischtennis, wenn sie in einem Internat leben. Ich denke, das ist nicht tragisch. Bis 18. Lebensjahr ist ja die Entwicklung langsamer, auf jeden Fall. Das haben wir ja immer erlebt. Aber die anschließende Professionalität in einer Erstligamannschaft, also unter allen besten Möglichkeiten, das bedeutet, dass unsere Spieler etwa mit 24, 26 ihre persönliche Bestleistung erreichen und das ist noch nicht zu spät. Wir müssen uns nicht mit Chinesen vergleichen, wo für sie vielleicht 26 Jahre alte Spieler schon aus dem Kader rausfallen, weil sie schon ihr Maximum erreicht haben. Aber ich denke, das ist nicht tragisch, weil erst dann kann man Hochleistungssport betreiben, wenn keine andere Beschäftigung da ist. Also das muss dann professionell sein. Sedma godina sam u penziji. Siebte Jahr in Ruhestand. Also immer weniger aus gesundheitlichen Gründen. Und ich verfolge noch Tischtennis, aber hauptsächlich über Internet. Und alle 2-3 Jahre mal ein Live-Besuch eines Turniers in Deutschland. Ja, in den letzten Jahren interessiert mich die Weitergabe meiner Erfahrungen an junge Trainer. Da mache ich jetzt Schulung, Seminare in Slowenien, Ungarn, jetzt Griechenland. Ja, heute ist mein Hobby Tennis zu spielen. Also ich will noch möglichst mobil bleiben, noch lange. Das ist die Motivation. Mir tut es überall schon weh, aber die Bewegung ist am wichtigsten. Das fehlt mir. Wenn ich eine Woche ruhig sitze, dann bin ich
kaputt.